Ja, hallo liebe Freunde und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Und ja, ihr durftet abstimmen letzte Woche Montag, was wir jetzt in dieser Woche für ein spezielles Thema uns ausgesucht haben. Und zwar habt ihr ziemlich eindeutig entschieden, dass wir uns um die Küche der Hauselfen kümmern sollen. Und ich würde vorschlagen, bevor die Folge jetzt hier richtig beginnt, gehen wir noch einmal dahin und schauen uns mal an, was wir bis jetzt eigentlich dort geschafft haben. So, hier geht ja die Treppe runter zum Pokalzimmer, das ist allerdings auch noch nicht fertig. Und dann ist hier der ausgehöhlte Bereich für die Küche. Ja, das haben wir relativ am Anfang vom Let's Build gemacht. Das heißt, wir haben relativ am Anfang hier alles ausgehöhlt, was ich persönlich auch jetzt ganz, ganz gut finde. Denn so müssen wir uns dieser Aufgabe überhaupt nicht mehr widmen, sondern wir können hier quasi schon direkt mit dem Bauen beginnen. Eine Sache, die ich allerdings noch davor machen möchte und die außerdem sehr, sehr wichtig ist, wir müssen das Ganze hier noch ein bisschen nach unten versetzen. Natürlich wird die Decke und der Boden durch einen anderen Stein ersetzt, damit die Küche hier halt ein bisschen individueller wirkt. Und das bedeutet, ich muss tatsächlich doch noch zwei Steine nach unten bauen. Das heißt, wir sind noch nicht ganz fertig. Und ich muss gucken, wie ich das jetzt gleich umsetze, denn da ich erst gestern die Folge rausgebracht habe, wo ich euch gefragt habe, ob ich die Sachen behalten darf von der letzten Farming-Tour, weiß ich jetzt noch nicht genau, ob ihr dafür oder dagegen wart, weil ich ja immer am Vorproduzieren bin. Muss ich ja, sonst schaffe ich das mit dem Folgenpensum nicht. Und deswegen weiß ich noch nicht genau, seid ihr jetzt dafür oder dagegen gewesen. Deswegen muss ich jetzt erstmal mit den Sachen auskommen, die ich so habe und nicht die ich in der letzten Folge gesammelt habe. Und ja, mal schauen, ob wir noch genug Eisen haben. Ich denke aber für den ersten Blick hier reicht das schon mal. Dann gehen wir jetzt mal wieder nach oben und dann gucken wir uns mal an, was wir noch so in unserem Inventar haben oder in unserer Base, was wir für dieses kleine oder große Projekt gebrauchen. Ihr habt mir auch relativ in der Mitte geschrieben, gerade wo ich die Mod zum ersten Mal drin hatte, dass ihr es zum Beispiel auch total okay fändet, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hauselfen-Spawner in die Küche setzen würde, damit da halt immer Hauselfen rumlaufen. Ich persönlich bin absoluter Fan von dieser Idee und würde das gerne auch so machen. Ich muss jetzt eigentlich gleich allerdings einmal schauen, ob ob die Hauselfen auch drin sind, wenn ich das Ganze hier auf friedlich stehen habe oder ob die erst erscheinen, wenn ich das Ganze auf einfach stelle. Das wird sich gleich herausstellen. Ich werde das nachher auf jeden Fall mal probieren, eventuell in dieser oder in der nächsten Folge. Ich versuche ja jetzt schon mal einen großen Schritt von der Küche zu schaffen, aber ich denke, das wird schon 2-3 Folgen dauern, bis wir da einigermaßen weit sind. Aber ja, mal schauen. So, ich mache mir jetzt erstmal, ja, wie viele mache ich? Ich mache mal 2 Schaufeln und eine Spitzhacke, dann haben wir von allem etwas. Das war jetzt das Eisen, was wir sowieso noch im Inventar hatten. Das Zeug, was wir theoretisch noch nicht anpacken dürfen, ist das alles hier. Das sind Steine, jede Menge, 9 Diamanten, Kohle, Fackeln, ein Diamantschwert, ein Zeitumkehrer, das Werwolf-Medaillon, ein Smaragd, Lapislazuli, Gold und Steaks und Eisenerz und so weiter und so fort. Und genau das, darf ich halt noch nicht benutzen, weil es halt noch nicht ganz klar ist, ob ihr das möchtet. So, in dieser Kiste haben wir auch noch ein bisschen Stuff, aber nichts, was ich jetzt unbedingt gebrauchen könnte. Da haben wir nur, nicht gerade so das Wahre. Ich schaue jetzt nochmal kurz in meinem Lager nach, ob ich da noch ein bisschen Eisen habe, weil ich glaube, das könnte ziemlich knapp werden, wenn wir jetzt mit der Menge losspazieren. Ich möchte da natürlich auch kein Risiko eingehen, denn... Ah, doch, ja, hier haben wir noch ein bisschen was, dann nehme ich mir doch direkt nochmal ein bisschen was mit. Und ja, levelmäßig sind wir leider auch nicht gerade so gut dabei, weil wir ja gestorben sind. Ist natürlich auch nicht gerade so super. Jetzt hätte ich gesagt, wir verzaubern die Sachen noch, dann hätten wir noch ein bisschen effizientere Werkzeuge, aber okay. Ich mache jetzt nochmal 2 Spitzhacken und dann hätte ich es erstmal, würde ich sagen. Obwohl, zu essen nehme ich, glaube ich, auch nochmal was mit. Wir haben hier noch Hühnchen. Was haben wir noch? War es das schon? Ja, Ofenkartoffeln kann ich noch mitnehmen. Alles klar. Gut, dann denke ich, sollte das für das Erste reichen. Ich möchte ja erstmal nur die Küche soweit aushöhlen. Und die Steine setzen werden wir dann entweder am Ende dieser Folge, in der Mitte oder erst in der nächsten Folge. Je nachdem, wie lange wir jetzt brauchen. Ja gut, Fackeln hätte ich mir vielleicht mitnehmen sollen, ne? Ich habe ja jetzt auch gar keinen Zeitumkehrer mehr. Der ist ja auch noch beschlagnahmt fürs Erste. Da muss ich jetzt gleich mal gucken. Aber hier drin haben wir eigentlich genug Licht. Das sollte eigentlich funktionieren. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Ich werde das jetzt hier auch nicht in eine Speed-Folge packen, weil ich denke, gerade die Küche ist ein Bereich von Hogwarts, der sehr, sehr cool und sehr, sehr interessant ist. Einfach, weil viele von euch den auch gar nicht kennen, weil er halt noch nie in den Filmen vorgekommen ist. Und dementsprechend denke ich, sollten wir das Ganze ja auch im normalen Speed machen, sodass wir am besten immer darauf eingehen können, was ich hier gerade mache.
und dass ihr halt immer so einen Bezug dazu habt. Und ich denke, das ist ein guter Weg. Solltet ihr das anders sehen, könnt ihr mir das auch gerne nochmal in die Kommentare schreiben für kommende Projekte. Dann werde ich solche Sachen immer im Speed verwandeln. Aber ja, wir schauen mal. Natürlich muss ich jetzt erstmal den Spielsound etwas leiser machen. Ich habe mir ja angewöhnt neuerdings, dass der immer zu laut ist. Und dann hört man den immer doppelt später in der Aufnahme. Nee, aber was ich mir vorgenommen habe, ist auf jeden Fall die Höhe der Küche jetzt erstmal auf den richtigen Stand zu bringen. Das ist so das Erste, was ich vorhabe. Im nächsten Step müssen wir uns dann überlegen, was für Steine wir benutzen, um die Decke und den Boden auszuhöhlen. Ich hatte da an so ein kleines Schachmuster gedacht, das heißt, wir könnten theoretisch mit Quarz und Black Marble ein Schachbrettmuster in den Boden reinsetzen, so wie es in manchen Küchen, da kennt ihr das wahrscheinlich, da sind auch so Schachfliesen verarbeitet. Und das fände ich eine coole Variante eigentlich, weil das eigentlich auch gut passen würde. Die Frage ist halt, ob das nicht zu aufwendig ist. Das muss ich mir noch mal genau überlegen. Da weiß ich jetzt noch gar nicht, ob ich das genau so machen möchte. Ansonsten hätten wir halt noch die Möglichkeit, dass wir nur Quarz nehmen, dass wir quasi einen reinen Fliesenboden setzen. Aber ich denke, das könnte wiederum zu steril wirken. Also es ist nicht ganz so einfach, was man da nimmt. Ich werde mir da aber auf jeden Fall noch mal ein bisschen was anschauen. Den Boden könnten wir theoretisch auch aus Holz machen, aber das wäre für eine Küche wiederum sehr unhygienisch, weil habt ihr schon mal jemals in einem Restaurant oder so einen Holzboden in der Küche gesehen? Ich glaube nicht. Und genauso ist es natürlich auch hier, weil ein Holzboden, da setzen sich natürlich viele Bakterien ab. Und ich denke, das war in Hogwarts auch nie der Fall, dass sie dann, ja, einen Holzboden gesetzt haben. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke mal, es wird ein Fliesen- oder ein Granitboden gewesen sein. Granit könnten wir theoretisch ja, glaube ich, auch das war ja erst aber 1.8, ne? Bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Ja, wir müssen gucken. Wir werden auf jeden Fall einen geeigneten Stein finden. Oh, lol. Okay. Okay, jetzt sind wir wieder in unserer Base. Auch gut. Gehe ich jetzt nochmal kurz hoch. Da müssen wir aufpassen, da ist anscheinend ein Loch. Es könnte nachher auch ein bisschen schwierig werden, wie wir das machen, wenn wir gleich noch eine unten setzen. Weil ich bin ja gerade nur die erste Schicht am Abkratzen und wir müssen ja gleich noch eine Schicht. Ob wir da nicht irgendwie in Bedrängnis kommen mit unserer Base. Ob das funktioniert, das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann gleich herausfinden. So, machen wir hier mal weiter. Zum Glück ist die Fläche nicht mehr ganz so groß, weil wir haben ja jetzt hier ein bisschen was gekappt oder beziehungsweise wir müssen noch was kappen, weil das Pokalzimmer mit seinem Treppengeländer noch da rein muss. Ich werde das gleich zeigen. Eigentlich theoretisch müsste ich hier an dieser Stelle gar nichts abbauen, fällt mir gerade ein. Aber auf die Idee komme ich natürlich immer erst zum Schluss. Das ist wieder so typisch Dagi. Ja, ich hätte eigentlich ein paar Steine mitnehmen sollen. Ein paar Ziegelsteine wären jetzt echt optimal gewesen. Naja, wir gucken mal. Ansonsten mache ich gleich eine Skizzierung mit Erde. Das sollte auch kein Problem darstellen. Und dann, ja, sollte das funktionieren, weil die Treppen, die wir da bauen, die sollten eigentlich auch mal gemacht werden. Eventuell mache ich das sogar noch in dieser Folge, weil das wichtig ist, um zu wissen, wie viel wir hier für die Küche benutzen können von dem Raum hier und wie viel für das Treppengeländer. Wenn ihr versteht, was ich meine. Wir gucken da jetzt mal. Ups, jetzt verbaue ich mich aber hier. Enorm. So. Und zwar müssen wir ja noch bedenken, also es geht einmal hier runter. So. Der hier kann mal weg. Hier wird eine Holzplanke sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, deswegen stand er hier, damit man hier hoch kann. Genau, hier wird eine Holzplatte hinkommen. Dann geht's hier runter. Ich muss mir jetzt ganz kurz was überlegen, Leute. Das könnte jetzt einen kleinen Tick dauern. Ja, wisst ihr was? Ich hole mir die kurz. Das ist zwar jetzt immer blöd, weil wir immer von der Base hier runterlaufen müssen. Oder nee, wir machen es anders. Wir hatten ja vorhin Zugang gelegt zu unserer Base. Dann haben wir es ein bisschen einfacher. Und zwar möchte ich jetzt kurz diese Treppe noch anfertigen. Dann wissen wir, wie viel Platz wir später für die Küche verbrauchen können. Nicht, dass wir da irgendwann später in Bedrängnis kommen. Deswegen mache ich das lieber jetzt. So, wo war jetzt der Zugang? Da war der Zugang. Zack. Gut, allerdings muss ich jetzt auch einmal schauen, ob wir noch genug Materialien haben. Ich brauche jetzt natürlich Holz und davon gar nicht mal... Ach nee, warte, wir hatten doch Eichenholz jede Menge in einer Truhe. Ja, das passiert immer, wenn man so große Spiellücken hat. Jetzt zum Beispiel habe ich jetzt eine ganze Woche nicht gespielt, weil ich momentan unfassbar viel Stress habe. Das nervt mich tierisch, aber deswegen habe ich natürlich jetzt diesen geregelten Fluss hier gar nicht mehr beim Spielen. Ich muss jetzt mich wieder so ein bisschen reinfinden, aber ich denke, das sollte funktionieren. So, 28 Treppen, das sollte definitiv reichen. So, und dann gucke ich jetzt nochmal, ob ich irgendwie an Steinziegel komme. Also irgendwie sind die Truhen hier nicht gerade so prallevoll.
glaube, Steinziegel hatte ich jetzt auch hier nicht mehr. In den Truhen, oder? Nee, gar nichts mehr, Alter. Hier ist ja alles leer. Okay, also wir müssen definitiv mal wieder ein paar Farming-Folgen einlegen. Wir haben mittlerweile wirklich alle Ressourcen oder so gut wie alle Ressourcen verbraucht, die wir gesammelt haben im Laufe der Zeit. Dafür hatten wir jetzt natürlich sehr, sehr viele Baufolgen hintereinander. Ist natürlich auch eine coole Geschichte. Ich denke mal, das hat viele von euch sehr gefreut. Mich unter anderem auch, weil ich baue natürlich hier am liebsten. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Farmen und so ist zwar auch ganz gut, aber wenn man dann am Ende sieht, dass Hogwarts sich wirklich verändert und wirklich richtig geil wird, dann ist das doch nochmal ein Tick was anderes. So, und jetzt muss ich mich wieder kurz konzentrieren, denn jetzt wird der Boden hier reingesetzt. Moment mal, welches Holz habe ich hier eigentlich benutzt? Ich hoffe, das sieht aus wie Fichtenholz. Natürlich ist es Fichtenholz. Naja, super. Okay, Leute, da muss ich nochmal kurz ein paar Fichten abbauen. Das war jetzt natürlich nicht ganz so geplant. Aber jetzt, wo ich das angefangen habe, muss ich das auch zu Ende bringen. Ich renne jetzt mal ganz kurz und beeile mich. Ich glaube, ich habe nämlich auch kein Fichtenholz mehr im Inventar. Aber wir haben ja hier unser kleines Fältchen. Das kann ich ja kurz benutzen. Dann sollte das kein Problem darstellen. So, dank dieser Mauer hier ist das auch immer ein Problem. Wir müssen jetzt immer hier so bis zum Ende durchlaufen, um dann dahin zu kommen, weil man kann nicht über diese Mauer drüber springen. Ist auch immer so ein bisschen Käse, muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen dran gewöhnen. So, ich habe mir jetzt auch gar keine Axt gemacht, weil ich möchte jetzt wirklich nur ein oder zwei Bäume nehme ich jetzt mit. Und dann sollte das auch reichen. Ich glaube, das hier ist sogar eine relativ große Fichte, eventuell reicht die sogar. So, da haben wir die abgebaut. Dann schaue ich jetzt mal. Wir haben 7 von denen. Dann verwandle ich die einmal. Kann das reichen? Ja, komm, wir machen noch einen, weil dann bin ich auf Nummer sicher gegangen. Dann kann auf jeden Fall nichts passieren. Dann reicht es definitiv. Und dann setzen wir gleich natürlich auch noch hier wieder die Setzlinge hin, denn es muss natürlich immer ein geregelter Fluss sein. Ansonsten haben wir später Probleme mit unserem verbotenen Wald, weil der wird natürlich sehr, sehr viele Bäume verschlingen und... Theoretisch ist die kleine Farm, die ich jetzt hier angelegt habe, noch viel zu klein für dieses Vorhaben. Ich muss mal gucken, eventuell würde ich das noch irgendwie ausbauen. Wir könnten ja theoretisch mal eine unterirdische Farming-Anlage machen, wo wir Fichtenholz sammeln. Aber das muss ich mir nochmal genau überlegen. Da haben wir noch ein bisschen Zeit, bis das stattfindet. So, dann setze ich jetzt mal die Setzlinge hier so hin. Das ist jetzt der eine. Und den anderen lasse ich jetzt erstmal. Und, da steht ein Crafting-Table. Das trifft sich ganz gut. Dann kann ich jetzt nämlich direkt hier ein paar... Treppenstufen draus machen. Ich will auch gar nicht so viele. Ich nehme mal hier so ein bisschen was weg. Zack. 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 Und die können auch wieder weg. So, das denke ich sollte reichen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mehr brauche. Jetzt kehren wir einmal zurück und dann setzen wir die und dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze ausschauen wird. Dann könnten wir theoretisch sogar schon nächste Woche mit dem Pokalzimmer anfangen. Ich muss mir jetzt natürlich überlegen, da das hier wieder eine Montagsfolge ist, muss ich ja wieder eine Abstimmung in die Infobox klatschen. Und natürlich habe ich mir wieder nichts überlegt. Das ist ja typisch. Deswegen muss ich mir jetzt auf jeden Fall in dieser Folge irgendwas überlegen, was man als Abstimmung reinbringen kann. Letzte Woche war es ja die Abstimmung, was ihr persönlich für ein Projekt als nächstes sehen möchtet. Und da hat die Küche der Hauselfen auf jeden Fall deutlich gewonnen. Auf Platz 2 war, glaube ich, das neue Gebäudekomplex und auf Platz 3 die große Halle, wenn ich mich nicht recht täusche. Und ich muss gestehen, ihr habt meine... ich hätte die Abstimmung genauso gemacht. Ich hätte mich auch für die Küche der Hauselfen entschieden, weil das eine Aufgabe ist, die wir jetzt auch aktuell zu dem Zeitpunkt umsetzen können. Bei allen anderen Aufgaben war es so, da hätte ich noch vorher Sachen erledigen müssen und so. Gerade für die große Halle hätte ich vorher viel machen müssen. Und deswegen war eure Entscheidung wirklich sehr, sehr weise gewählt, muss ich dazu auch nochmal sagen. Und hat wirklich gut reingepasst. Also ich bin echt froh gewesen, dass ihr euch dafür entschieden habt. Und deswegen habe ich auf jeden Fall es nie bereut, dass ich euch die Hand dafür gelassen habe. Und ich werde das, denke ich, auch mal weiterhin so machen. Dass ihr wirklich weiterhin entscheiden könnt, was wird als nächstes gemacht. Aber ich denke, wenn wir jedes Mal wieder so eine Abstimmung machen, was machen wir als nächstes für ein Projekt, wird das irgendwann noch ein bisschen eintönig. Ich wollte ein bisschen Abwechslung auch natürlich mit reinbringen. Muss ich mal gucken, ob das
jetzt wieder so gemacht wird. Ich werde mir auf jeden Fall im Laufe dieser Folge noch was überlegen. Die Folge ist ja jetzt noch nicht zu Ende. Deswegen habe ich ja noch ein ganz kleines bisschen Zeit. So, jetzt geht's hier weiter. Ich will den Radius möglichst klein halten. So, dann müssen wir jetzt hier wieder Treppen hinsetzen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, mache ich jetzt hier nochmal einen. Und dann sind wir eigentlich auch schon weit genug unter der Erde. So, dann würde ich sagen, das Pokalzimmer wird dann hier in dieser Höhe sein. Ich weiß, von der Auslegung her ist es nicht tausendprozentig richtig. Das muss ich dazu sagen. Allerdings orientiere ich mich natürlich auch viel nach den PS2-Spielen von Harry Potter und der Orden des Phönix. Das wissen manche von euch. Und wenn man nach diesem Spiel geht, ist die Auslegung schon korrekt. Allerdings muss ich auch sagen, dass im Film manchmal der Anschein war, dass das Ganze hier mehr Richtung Richtung Westen, glaube ich, ausgelegt war. Und ja, dann bitte ich, das ein bisschen zu entschuldigen. Ich will das nicht hundertprozentig so genau machen. Ich finde, so wie es jetzt hier ist, ist es ganz in Ordnung. Und zwar, dass man halt, ich gehe nochmal nach oben, dann kann ich euch das nochmal genau zeigen. Dass man quasi, wenn man ins Pokalzimmer möchte, hier die Tür aufmacht. Und dann ist hier diese Treppe, die nach unten führt. Zack, zack, zack. Die geht auch so ein bisschen nach unten. Das dauert schon ein bisschen. Und dann wird hier dann der Raum fürs Pokalzimmer stattfinden. Und ich werde den hier noch kurz ein bisschen verbreitern. So sammeln wir gleichzeitig noch ein paar Steine. Und dann wissen wir auch für die Zukunft, dass hier das Pokalzimmer rein soll. Und ja, ich denke, ich werde dann auch natürlich eine Tür davor machen. Obwohl, nee, Quatsch, da kommt ja gar keine Tür hin. Kommt da eine Tür hin, Leute? Wir müssen die Treppe hier auch ein bisschen verbreitern, fällt mir gerade ein. Also, da bleibt schon noch was zu machen, aber das ist ja jetzt auch nicht die Aufgabe der Folge. Ich werde jetzt hier nur kurz ein paar Steine wegnehmen, damit wir einfach wissen, für die Zukunft, hier kommt das Pokalzimmer rein. Und das so als kleine Eselsbrücke, sage ich mal. So, hier setze ich noch einen tiefer. So, und wenn wir dann wirklich die Entscheidung treffen sollten, dass ich die Items von der letzten Folge behalten darf, dann haben wir einmal die Steine, die ich jetzt gerade farme, plus die Steine, die ich in der letzten Folge gefarmt habe. Und das ist echt schon eine ordentliche Menge, muss man sagen. Und da bin ich echt mal gespannt. Da bin ich echt mal sehr, sehr gespannt, was wir daraus bauen. Wir müssen die natürlich noch einschmelzen, wir müssen die zu Steinziegeln verarbeiten. Aber ich denke mal, das dürfte dann so ganz knapp eine Doppelkiste voll mit Steinziegeln sein. Und bei der Menge kann man sich auf jeden Fall ein größeres Projekt raussuchen, was, denke ich mal, daraus hinauslaufen wird, dass wir das neue Gebäudekomplex weiter bearbeiten werden. Weil, wenn das zeitig ist, dann macht Hogwarts echt schon einen ziemlich großen Eindruck. So, das hier ist jetzt erstmal der kleine Raum, den ich zum Skizzieren habe, um zu wissen, wo das Pokalzimmer reinkommt. Das werde ich jetzt allerdings auch erstmal so belassen. Mehr mache ich da jetzt erstmal nicht. Und dann müsste ich jetzt theoretisch Steinziegel haben. Ich glaube... Kommt, Leute, ich habe eine Idee. Ich mache jetzt hier erstmal... Oder Moment, da hinten haben wir ein Crafting Table. Das ist sogar besser. Dann werde ich mir jetzt einen Ofen craften. Und werde dann hier vor Ort die Steine einschmelzen. Dann kann ich nämlich direkt gleich die Wand machen. Das sind wieder mehrere Fliegen mit einer Klappe. Sowas muss ich mir auch unbedingt angewöhnen, dass ich sowas mache. So die mehrere Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Denn das erspart unfassbar viel Arbeit. Ich setze mal hier hin. Und dann setze ich dann Stack rein. Und das Holz. So, und dann schmilzt es da schön vor sich hin. Und in der Zeit werden wir hier weiterbauen. Und wenn wir gleich hier ein gutes Stück weitergebaut haben, dann werden die Steine fertig sein. Dann können wir das nächste Stückchen anfangen. Und immer so weiter. So haben wir dann immer einen geregelten Fluss. Und das Ganze geht natürlich immer weiter. So. Ich frage mich auch, wie viele Steine jetzt hier rauskommen werden. Für manche von euch, die mögen sich wahrscheinlich daran erinnern, das war ja, glaube ich, in den ersten 20 Folgen, wo wir das hier ausgegraben haben. Und eigentlich habe ich das nur so früh ausgegraben, weil ich damals auf der Suche nach Steinen war. Da war der Miningberg natürlich noch nicht auserkoren als richtiger Miningberg, sondern eher als, ja, Dekoberg. Und da habe ich mir einen Ort gesucht oder eine Idee rausgesucht, wie ich am besten Steine farmen kann. Und da dachte ich, okay, was passiert, wenn du unter der großen Halle einfach schon die Küche aushebst? Da müssen doch theoretisch viele Steine sein. So könntest du gleichzeitig den Raum fertig machen und gleichzeitig auch noch Steine farmen. Problem an der ganzen Geschichte war, in der Höhe, wo ich dann gebuddelt habe, war fast nur Sand und Erde. Das bedeutet, ich war ziemlich, ohne Steine am Ende unterwegs. Also war ziemlich sinnlos die Aufgabe, die ich mir da gesetzt habe. Und am Ende hatte ich jede Menge Erde und Sand, aber nichts anderes. Und
Ja, dann habe ich mir den Miningberg rausgesucht. Und jetzt gerade muss ich gestehen, wenn man hier noch ein bisschen nach unten geht, jetzt sieht man hier schon, das ist alles Stein. Das heißt, die nächste Schicht, die wir nach unten gehen, wird auf jeden Fall eine wahre Steinfundgrube werden. Und ich glaube, nichts werden wir dringender in diesem Projekt brauchen als Steine. Und davon richtig, richtig, richtig viele. Und jede Gelegenheit, um an diese Steine zu kommen, soll mir recht sein, egal wie umständlich sie ist. Und ja, wenn man damit gleichzeitig noch ein anderes Projekt bearbeiten kann, dann ist es natürlich am besten. So, jetzt haben wir hier noch Kies, das ist auch gut. Denn mit Kies würde ich am liebsten bald so ein paar Wege machen. Zum Beispiel zu Hagrids Hütte oder so. Das kann man mit Kies eigentlich ganz schön machen. Und gerade hier in diesem Texture Pack, guckt euch das mal an, finde ich das persönlich ganz, ganz schön. So, und dann müssen wir jetzt hier. Hier ist wieder Erde. Erde brauchen wir natürlich auch, gerade für Quidditch Feld später. Da müssen wir natürlich viel Terraforming machen. Wir müssen viel Erde setzen. Und da ist es natürlich sehr, sehr cool, wenn wir dann gleichzeitig auch noch die Erde haben. Ich glaube aber, wir haben... Ne, in der Kiste hatten wir, glaube ich, gar nichts mehr, ne? Wofür haben wir das dann nochmal verbraucht? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ne, jetzt ernsthaft, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, wofür wir die letzte Erde verbraucht haben. Ich bin gerade echt am Überlegen. Ach so, für den See. Genau, wir haben den See damit trockengelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, genau. Dadurch sind viele Erdebrocken flöten gegangen, weil der See verschlingt natürlich immer noch. Ich könnte jetzt auch mit der Erde, die wir jetzt hier sammeln, den See nachher trockenlegen. Beziehungsweise wir könnten das in den nächsten darauffolgenden Folgen machen, wenn wir die Küche hier soweit beendet haben. Aber, ja, mal schauen. Ich habe eigentlich nicht so große Lust, den See weiter zu bearbeiten. Das war eine relativ langweilige Aufgabe. Die Folge war auch dementsprechend natürlich ein bisschen unrelevanter für euch Zuschauer. Das hat man an den Aufrufen und an den Klicks und Likes und so gemerkt. Daran orientiere ich mich im Übrigen auch immer ganz gerne. Das kann ich ja jetzt noch mal in dieser Folge kurz ankreiden. Wenn ich mir verschiedene Projekte setze, ich warte natürlich auch immer auf eure Kommentare, ob ihr sagt, okay, die Folge hat mir jetzt gefallen oder die Folge hat mir jetzt vielleicht nicht so gefallen. Aber natürlich merkt man auch ziemlich schnell, gerade als YouTuber, wenn eine Folge nicht so gut ankam. Und zwar hat man ja natürlich immer diese von YouTube generierten Möglichkeiten, zum Beispiel die Klicks. Die Klicks allerdings sind nicht ganz so wortgewandt. Also das bedeutet, an den Klicks kann man nicht unbedingt festmachen, wie erfolgreich oder wie beliebt eine Folge ist, weil das hat natürlich auch viel mit dem YouTube-Algorithmus zu tun. Es kann sein zum Beispiel, dass du eine richtig scheiß Folge rausbringst, oder ich jetzt, ne? Und trotzdem die Folge viel mehr Klicks hat, als eine Folge, die wesentlich besser war. Das kann zum Beispiel daran liegen, dass YouTube irgendwie diese Folge ein bisschen besser promotet hat, dass sie ein bisschen besser in den empfohlenen Videos stand oder so. Und deswegen, ja, das Ganze ein bisschen verfälscht wird. Das heißt, darauf kann man sich nicht so richtig verlassen. Allerdings auf die positiven Bewertungen kann man sich dann schon ein bisschen mehr drauf verlassen, weil viele von euch, das finde ich auch persönlich sehr, sehr cool, die hinterlassen kein Dislike, wenn ihnen was nicht gefallen hat, sondern die hinterlassen einfach gar nichts. Das heißt, sie hinterlassen kein Like und kein Dislike. Ein Dislike ist wiederum mehr so eine Hater-Geschichte. Ich finde, wenn jemand ein Dislike gibt, dann hat es nicht immer was damit zu tun, dass er das Video nicht mag, sondern dass er aus Prinzip disliked. Das heißt, dass man einfach ein schlechtes Gefühl als Videomacher oder Produzent bekommt und ja, sich so ein bisschen in den Arsch getreten gefühlt. Das, denke ich, haben viele, die Dislikes geben, als Hintergedanken im Kopf, und die machen das weniger, um irgendwie das Video ja zu kritisieren, aber ne, also... Die haben nicht wirklich den Sinn dahinter, dass sie sagen, ja, mir gefällt das Video nicht, ich finde das nicht gut, deswegen gebe ich einen Dislike. Sondern die meisten Leute denken dann wirklich, okay, ich gebe dem Dislike, damit ich dem schön einen reinwürgen kann. Bei euch ist das allerdings so, das habe ich teilweise gemerkt, wenn bei euch ein Video nicht so gut ankommt, dann hat es einfach ein paar weniger Likes. Aber die Dislike-Zahl bleibt eigentlich in der Regel immer gleich groß, also oder besser gesagt gleich gering. Und das finde ich eine sehr, sehr coole Sache, weil... Ihr zeigt mir schon mit weniger Likes, dass euch etwas nicht gefallen hat. Und ein Dislike, der, ja, der gibt immer so ein flaues Gefühl in der Magengegend. Da denkt man sich manchmal, okay, ist blöd, so ein Dislike sieht immer blöd aus. So ein Dislike, ja, demotiviert immer so ein ganz kleines bisschen. Es ist zwar nicht schlimm, wenn es nur einer ist, aber je mehr es werden, umso schlimmer wird das. Und ich denke, da können mir alle anderen YouTuber, die auch in dieser Richtung arbeiten, das nachvollziehen. Also ich denke, ihr könnt das verstehen. Und dementsprechend bin ich natürlich froh, dass ihr das nicht so macht und dass meine Zuschauer wirklich mir ihre Kritik so äußern, indem sie Kommentare schreiben und entweder ein Like oder gar kein Like da lassen. Und das, finde ich, ist die richtige Bewertungsstrategie. So gefällt mir das am liebsten und so ist es auch der Sinn zum Beispiel bei Instagram oder bei Facebook. Weil da kann man keine Dislikes geben und da erkennt man einfach nur an der Menge der Like-Zahl, ob es gefallen hat oder nicht. Und man kann ja ungefähr sagen, ich sag mal, eine Let's Build Hogwarts-Folge hat im Durchschnitt... 70 Likes.
Jetzt durchschnittlich, sag ich mal. Wenn jetzt allerdings eine Folge von Let's Build Hogwarts nur 50 Likes hat und eine hat 100 Likes, dann kann man ziemlich sicher sagen, dass die Folge mit den 50 Likes oder mit den 60 Likes nicht so effektiv oder nicht so beliebt war wie die Folge mit den 100 Likes. Und an sowas mache ich das fest. Und das finde ich sehr, sehr cool, dass ich das nicht mit den Dislikes irgendwie in Verbindung bringen muss, sondern ein Dislike bedeutet für mich einfach, ja, da, keine Ahnung, ich ziehe das nicht wirklich mit in die Statistik mit rein oder ich mache mir da kein wirkliches Bild von, weil, wie gesagt, viele Disliker disliken aus Prinzip und nicht, weil ihnen das Video nicht gefallen hat. Da würde mich persönlich mal eure Meinung interessieren, falls ihr vielleicht auch selber einen YouTube-Kanal habt oder wenn ihr da selber mal Erfahrung gesammelt habt, was haltet ihr persönlich von dem Dislike-Button? Würdet ihr sagen, der Dislike-Button ist Deko, der ist sinnlos, der macht gar keinen Sinn bei YouTube und der demotiviert nur? Oder würdet ihr sagen, das ist wichtig, ein Dislike-Button, damit kann man jemanden Kritik äußern und ja, das in Form einer Bewertung deutlich machen? Und ich denke, damit könnten wir jetzt auch die nächste Abstimmung machen. In der Infobox wird das wieder ganz oben stehen, da könnt ihr abstimmen. Und da wäre ich sehr gespannt, mal eure Meinung zu lesen. Was seid ihr, oder welche Meinung seid ihr? Ist das wichtig, dass man einen Dislike-Button auf YouTube hat, oder seid ihr da anderer Meinung? Ich werde diese Abstimmung natürlich, wenn die am Ende fertig analysiert ist und wenn die rausgekommen ist und wenn ich dann nächste Woche Montag wieder die Folge dazu mache, werde ich dann auf diese Abstimmung eingehen, werde das Thema noch ein bisschen mehr thematisieren und dann denke ich, haben wir eigentlich auch ein cooles Gesprächsthema. Und ja, bin ich mal sehr gespannt, was ihr davon haltet. Aber bitte seid ehrlich und ihr braucht da nicht irgendwie euch schlecht fühlen, wenn ihr sagt, ja, Dislikes finde ich aber wichtig und toll und die muss man haben, um seine Meinung äußern zu können. Dann sagt das, ich habe damit überhaupt kein Problem. Ich will auch niemanden, ach Leute, das gibt's doch nicht. Ich will auch niemanden irgendwie vorschreiben, was er mit den Dislikes anfangen soll oder dass das gut oder schlecht ist, sondern ich will einfach nur eure Meinung dazu hören und wissen, ob ich da vielleicht einfach nur falsch liege oder ob meine Meinung vielleicht einfach nur, ja, doof ist. So, deswegen frage ich euch einfach mal in dieser Sache und bin mal gespannt, was da für ein Ergebnis rauskommt und eure Kommentare lese ich mir da natürlich auch durch und da könnt ihr auch gerne mal eure Meinung in schriftlicher Form niederlegen. Ja, gut, hier wäre ich jetzt soweit auch fast fertig. Ich mache jetzt hier noch kurz die letzten Steine. Ich denke, in dieser Folge werden wir nicht viel mehr schaffen, als die erste Schicht abzubauen. Da ich momentan sehr, sehr viel Stress habe, werden die Folgen natürlich auch etwas weniger aufwendig. Das heißt, momentan sind die Themen natürlich nach wie vor ziemlich sperrig. Ich habe mir jetzt momentan die Angewohnheit angewöhnt, sag ich mal, dass ich das so mache, dass ich sonntags immer oder samstags immer vorproduziere. Heute ist im Übrigen Samstag. Und dass ich dann, ja, dass ich dann zum Beispiel für eine Woche vorproduziere und dann das immer so mache, dass ich wirklich nur am Sonntagen oder an Samstagen produziere und dann für eine Woche immer. Das heißt, ich werde nie mehr vorproduzieren als für eine Woche. Und damit lebt es sich eigentlich ganz gut. Ich kriege das eigentlich vom Pensum her sehr, sehr gut hin und kann mich da auch momentan nicht so beschweren. Aber es ist natürlich trotzdem eine Wahnsinnsaufgabe, dieses Folgen produzieren. Und das sollte man definitiv nicht unterschätzen. Aber es macht mir natürlich auch noch wahnsinnig viel Spaß. Und gerade auch nach der Folge, wo ich gesagt habe, dass ich so ein ganz kleines bisschen demotiviert bin in aktueller Zeit, habe ich wirklich sehr, sehr viele super Zuspruch bekommen, sowohl privat auch als in den Kommentaren. Und das hat mich natürlich wieder aufgebaut und ich muss sagen, dafür ein dickes Dankeschön an jeden von euch, der sich da die Mühe gemacht hat, mir zu schreiben. Und an die Leute, die nochmal gefragt haben, wann das nächste Video mit der Fanpost kommt. Ich habe natürlich noch viele, viele Briefe erhalten, die ich auch unbedingt vorstellen möchte. Nur ihr merkt es wahrscheinlich, ich bin aktuell kaum in den Kommentaren vorhanden, außer Let's Build Hogwarts kommen kaum Projekte auf diesem Kanal. Und das ist momentan einfach so eine Flaute, die momentan herrscht. Das liegt an Zeitmangel, das liegt ein bisschen an Demotivation, aber nur ein ganz kleines bisschen momentan. Aber eher halt am Zeitmangel. Und da bitte ich zu entschuldigen, dass momentan kaum andere Videos kommen, sondern wirklich nur Let's Build Hogwarts. Und ich denke, das wird sich mit der Zeit dann widerlegen und dann werde ich auf jeden Fall dieses Video raushauen. Ich möchte das aber auch nicht übers Knie brechen, weil ein schlechtes Video ist immer noch schlechter als kein Video meiner Meinung nach. Und wenn dann das Video kommt, dann kann ich euch aber auf jeden Fall versprechen, dass ich mir da Mühe gegeben habe und dass es dementsprechend dann auch gut meiner Meinung nach ist. So, jetzt habe ich aber genug erzählt für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst doch ein Like, wenn es euch gefallen hat oder einen kritischen Kommentar, wenn es euch nicht gefallen hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei einer neuen Folge von Let's Build Hogwarts. Ciao, Leute!